Hallo ihr Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Der Part, die Don Edition auf der PlayStation 3. Heute immer noch am 28.03. und am ersten Tag meiner Corona-Quarantäne. Um 18.33 Uhr, ich habe vorhin die sechste Folge aufgenommen, müsste das gewesen sein, ich glaube schon. Und in der letzten Folge haben wir Tom Hagen aus den Fängen Solotsos befreien können. Und jetzt sind wir hier, ja, bei seinem Anwesen und sollen jetzt mit ihm sprechen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Unglaublich. Tom ist frei und hat nicht einen Kratzer. Was will Solotso? Er hat doch schon gezeigt, dass er es ernst meint. Ich weiß nicht. Niemand entführt ein Consigliere und kommt damit durch. Das stimmt, der ist ja ein Consigliere. Das ist ja schon sehr, sehr hoher Rang. Wenn ich hier mal gucke... Consigliere ist ja schon... Okay, wo hier ist jetzt gerade kein Consigliere. Aber es ist, auch, ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoher Rang in der Mafia. Die Frage ist doch nur, wo ist er jetzt? Achso, er wird ja auch angezeigt da. Irgendwo hier ist er. Da ist ja Tom. Und ich liebe den Synchronsprecher einfach davon. Einfach nur zum Genießen. Hey Tom. Das frühe Aufstehen macht Spaß, wenn man es sich für seltene Gelegenheiten aufhebt. Es ist ein Ritual, das ich einmal im Monat vollziehe. Ich sehe mir dann den Sonnenaufgang im Paradies an, bewundere den Regenbogen und bin noch vor Higgins am Briefkasten. Was kann ich für die Familie tun? Ich liebe es, Post zu bekommen, egal was für welche. Allein die Tatsache, dass irgendjemand irgendwo eine Briefmarke für mich angeleckt hat, ist tröstlich. Dummerweise werden die meisten dieser Briefmarken von einem Kerl angeleckt, der offenbar Mahnung heißt. Aber die Post ist immer wieder für Überraschungen gut. Ich will ganz offen sein. Die Corleone-Familie braucht Männer wie dich. Während wir uns hier unterhalten, ziehen unsere Feinde die Schlinge zu. Sie warten nur, dass wir Schwäche zeigen. Was kann ich für die Familie tun? Die Familie möchte dir einen Job als Problemlöser anbieten. Du würdest auf den Straßen für uns nach dem Rechten sehen und uns helfen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Früher oder später wirst du dann ein verlässlicher Partner der Familie und wirst, so Gott will, ein gemachter Mann. Oh, Glückwunsch, Sie wurden zum Problemlöser befördert. Und 7.500 Dollar gibt's obendrauf. Oh, sind wir das da gerade vor dem Don? Oh, wie geil, eine Beförderung. Beförderung, die unterste Stufe in der Hierarchie der Corleone-Familie ist der Problemlöser. Erledigen Sie Ihre Aufträge und verschaffen Sie sich Respekt, um bis zum Don aufzusteigen. Ha, Beförderung. Wie schön. Und jetzt sollen wir weiter Geschäfte erpressen. Nee, mach hier mal nichts kaputt, Alter. Ich will keinen Stress hier mit Tom haben. Das wäre nicht gut. Ich hab Hunger. Hat sonst noch wer Hunger? Ja, lass mal zu Burger King oder so. Oder McDonald's oder so. Ach, gibt's hier ja gar nicht. Ach gut, dann weiß ich nicht. In der Bäckerei oder so. Gibt's hier überhaupt andere Lebensmittelgeschäfte außer Bäckereien? Ich weiß es nicht. Pizzerias wahrscheinlich und so. Hey, Clemenza sucht dich. Er ist drüben im Falconite. Clemenza sucht mich? Okay. Was möchte Clemenza denn jetzt? Na gut, vielleicht hat er ja wieder einen guten Auftrag für uns. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Also, das ist ja absolut... Hi. Hey, der neue Problemlöser. Glückwunsch. Wir haben schon alles gehört. Danke. Es ist schön, ein Teil der Familie zu sein. Freut mich, das zu hören. Es gibt da nämlich jemanden, mit dem du unbedingt reden solltest. Salvatore Tessio. Einer der loyalsten Capos der Familie. Er sucht jemanden, der für ihn irgendein Tartaglia aus dem Weg räumt. Wäre das vielleicht was für dich? Hört sich reizvoll an. Ich bin nicht abgeneigt, sagen wir es mal so. Aber ich möchte mich jetzt auch mal ein bisschen umschauen, weil das ist ein ziemlich großes Haus. Oh, nächtigt der hier etwa? Und ist das Blaue da eigentlich meine Erfahrungsleiste? Da müsste ich ja bald schon wieder einen Punkt bekommen, oder? Na, mal schauen. Du hast mir auch was zu sagen.
Mr. Tessio, es ist mir eine Ehre, Sie zu treffen. Hallo, Kleiner. Ich hätte einen Job für dich. Wie sieht's aus? Na klar. Für die Familie mache ich alles. Wir haben ein Problem mit so einem Tartaglia-Klugscheißer, Mikey Solari. Er treibt sich in der Nähe dieser Metzgerei rum, die du für uns rangeholt hast. Leg ihn um. Mordaufträge. Erhalten Sie einen Mordauftrag, erscheint im Aufgabenmenü eine Liste Ihrer Mordaufträge. Hier werden wichtige Informationen über die Zielperson und mögliche Bonusbedingungen angezeigt. Erfüllen Sie bei der Beseitigung Ihres Ziels die Bonusbedingungen, verdienen Sie mehr Geld und Respekt. Töten Sie Mikey Solari. Suchen Sie Mikey Solari. Er ist in der Gasse hinter Emilius Butcher Shop in Little Italy. Salieri wollte einige Geschäftsfreunde der Corleones erpressen und hat gedroht, Emilio zu töten, wenn er kein Schutzgeld an die Tartaglias bezahlt. Lassen Sie Salieri schnell und diskret verschwinden und am besten mit Ihren Fäusten. Bonusbedingungen: kämpfen Sie mit bloßen Fäusten. Okay, das ist dann die zusätzliche Challenge. Das werden wir ja wohl hinbekommen. Ah, okay, dann ist das denn... Okay, es sind verschiedene Markierungen. Du bist Toms neuer Problemlöser. Mein Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ich werde Luca Brasi... Ja, ich vermisse ihn auch. Der war echt in Ordnung und hat mir beigebracht, wie ich schieße. Deswegen werde ich ihm immer dankbar sein, auf jeden Fall. Meine Empfehlung, Sonny. Ich meine Santino. Es ist mir eine große Ehre. Haben Sie ein paar Tipps für einen aufstrebenden Problemlöser? LKW sind immer ein guter Anfang. Ich habe auch als LKW-Räuber angefangen. Ich weiß noch, wie ich Papa erzählt habe, dass ich ins Familiengeschäft einsteigen will und dass ich lernen könnte, wie man Olivenöl verkauft. Und weißt du, was er gesagt hat? Er sagte mir, jeder Mann hat sein Schicksal. Und heute ist mein Schicksal, was diese verdammten LKW geladen haben. Und was es mir bringt. Verstehst du? So in etwa verstehe ich dich. Ah, weißt du, das ist wie früher. Wir schlagen sie, schießen sie aus dem Geschäft. Bada-bing! Die LKW sind der Schlüssel. Verstehst du? Ohne LKW keine Geschäfte. Schmutzige Geschäfte, dunkle Geheimnisse. Du musst nur die Augen offen halten. Du weißt, was ich meine, hm? Eine Kanone macht vieles leichter. Wenn du einem Kerl eine Pistole in den Arsch steckst, erzählt er dir alles, was du hören willst. Na, vielleicht. Ich verstehe schon, bada bing auf jeden Fall. Na, weißt du, das... Hat er dann auch noch einen zusätzlichen Dialog, wenn ich ihn jetzt nochmal anquatsche? Lass dir Zeit mit der Sache. Mach nichts Dummes. Lass dir Zeit mit der... Okay, ich lasse mir Zeit mit der Sache. Ich will nur gucken, ob hier noch mehr Leute sind. Aber ich werde jetzt hier auch keinen rekrutieren oder so. Darf ich mir die Karre ja einfach nehmen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe Angst, dass wenn ich die jetzt nehme, ich hier einfach Ärger kriege. Weil das ist ja Diebstahl, aber ich... Ich brauche ja irgendwie eine Karre, Alter. Was soll ich machen? Ist das hier meine Karre? Ich weiß noch, wie ich Problemlöser bin. Ich war damals halb so alt und doppelt so. Keine Ahnung, ich steige jetzt einfach ein. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Mordauftrag, weil ich gerade irgendwie Bock habe, den zu erfüllen. Und zwar die gelbe Markierung. Wird mir die eigentlich auch angezeigt oder muss ich die... Die wird mir sowieso angezeigt. Ach komm, dann lassen wir den Quatsch hier. Das bringt's ja jetzt nicht wirklich. Oh, ich muss mich hier noch ein bisschen... Ich verdrück mich hier mal ganz gerne. Die Frage ist ja, ob ich mir solche schwarzen Karren dann einfach nehmen darf oder ob dann die Familie sauer auf mich ist. Weil irgendwo mit irgendeiner Karre muss ich ja fahren. Vielleicht sollte ich es einfach mal probieren. Also was soll passieren? Ich glaube ja nicht, dass sie mich über den Haufen ballern werden. Naja, wir werden sehen. Beim nächsten Mal versuche ich es einfach mal gucken, was da passiert. Wahrscheinlich bei meinem Glück kriege ich dann richtig aufs Maul, aber mal gucken. So, mit den bloßen Fäusten sollen wir ihn erlegen. Du bist Toms neuer Problemlöser. Mein Glückwunsch. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Danke, danke, aber ich wollte hier nicht hin. Ciao. Ich habe einen Mordauftrag zu erledigen. Jetzt bin ich einfach instinktiv zum blauen Punkt gefahren. Aber da vorne ist ja zum Glück gleich um die Ecke. Alles gut, Leute. Und ich merke gerade, ich habe ein bisschen Hunger, aber die Folge schaffe ich auf jeden Fall noch. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. Ich weiß nicht, ob das Coronavirus ist, aber
Ich bin ein bisschen verpeilt, auch wenn ich das sonst auch immer bin. So, Butcher. So, Celery. Mikey Celery. Wieso habe ich eben Saleri gesagt? Ich weiß nicht. Das Problem ist nur, wenn jetzt mehrere Leute sind, dann habe ich ein kleines Problem. Ich versuche mich mal anzuschleichen. Wo ist er denn? Ah, es ist nicht gut, wenn ich jetzt hier einfach so reinsteppe. Aber hier ist ja gar nichts. Ich hab's mir überlegt. Was für sie gut ist, ist auch für mich gut. Sehr gut. Nee, da soll ich gar nicht rein, ey. Das ist falsch. Der ist hier nicht. Der ist auf dem Hinterhof oder so. Der Kerl. Der ist doch hier irgendwo in der Gasse. Ich bin doch völlig falsch hier. Hier, ich hätte da einfach reingebusst. Also ganz ehrlich, was mache ich hier? Da, genau. Und hier wird er jetzt um die Ecke wahrscheinlich sein. Oh Gott, er verprügelt da schon wieder jemanden. Das ist mein Revier. Ja, wollen wir hey, sehen hier. Raus hier. Oh, da schöne Moves drauf. Wollen wir mal sehen hier. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ich mache hier nicht. Ich zuck keine Waffe. Ich will das maximale Cash rausholen. Und arrivederci. Töten Sie Mikey Celery. Mordauftrag ausgeführt. Bonusbedingung erfüllt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Blackhand-Exekution. Jetzt sind die Tartalias natürlich nicht erfreut darüber, aber das ist mir sowas von egal. Sollen sie doch herkommen. Hi. Sie kriegen ihr Geld jede Woche. Ich verspreche es. Das hoffe ich auch, Hagrid. Ich hoffe, dass du das machst. So, und jetzt besorgen sie sich einen Mordauftrag. Wollen wir noch einen weiteren Mordauftrag machen? Ich bin da irgendwie gerade heiß drauf. Ich meine, das ist schnelles und einfaches Geld. Zumindest war das jetzt gerade recht einfach. Was aber nicht bedeutet, dass jeder Auftrag so sein wird. Das war wahrscheinlich der erste Mordauftrag. Ist das meine Karre hier? Nö. Okay, ich habe ein Problem. Wo war denn mein Auto? Da war's. Ach Mist. Ja, Mann, die sehen doch alle gleich hier aus, die Karren. Das ist doch unglaublich. Was soll ich denn machen? Leute. So, und jetzt geht's hier wieder rüber, ne? Also man merkt schon, man muss weiterfahren jetzt mittlerweile. Wir müssen weite Wegstrecken zurücklegen, aber dann kann ich gleich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da wirklich mal ein Auto vor Ort mir schnappe. So, Gefähigkeiten und ich werde jetzt mal auf Schusswaffen ballern. So. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass Fitness nicht so schlecht ist, aber ich nehme mal erstmal Schusswaffen. Und ich bin auch immer noch am Grübeln, ob ich diese Geldsäcke noch irgendwie bekomme, die ich verpasst habe. Weil es soll ja angeblich immer Geldsäcke geben in einer Mission. Und gibt es die denn nur in der Mission oder sind die auch im freien Spiel verfügbar und liegen halt irgendwo rum? Weil es ist halt echt so, ja, weiß ich nicht. Vielleicht bekomme ich ja am Ende des Spiels die Chance, die nochmal zu wiederholen, die Mission. Weil dann müsste ich halt da die Geldsäcke halt auch nochmal einsammeln. Hm. Weil, falls das jetzt nicht mehr möglich ist, dann sage ich halt, gut Leute, dann wird das mit 100% wohl nichts. Weil ich spiele das hier blind, wie soll ich wissen,
wo die Geldsäcke immer sind. Es ist dann halt einfach so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht im Nachhinein auch noch machen kann. Glaub ich nicht. So, der nächste Mordauftrag. Hallöchen. Am Telefon? Halt die Augen offen, damit die Datei es nicht plötzlich dich erledigt. Eine Filmrolle. Okay, hier ist eine Filmrolle scheinbar. Also ich werde da auch keinen Guide draus machen, weil ganz ehrlich, das schaffe ich nicht. Das wird nichts. Also es ist ja... Hier also. Vielleicht sollte ich mir mal eine Karte ausdrucken und die oder beziehungsweise einfach runterladen und immer markieren, wo ich schon war, weil das halt sonst echt... Das wird halt sonst echt unübersichtlich. Krieg ich die auf? Mach mal hier mit der Keule. Okay, ist da irgendwas drin? Ah! Nö. Okay. Wo ist denn jetzt hier mein Mordauftrag? Es ist klingelt, dann ist wahrscheinlich hier, ist hier drin das Telefon. Ein neuer Schauplatz. Was haben wir denn hier? Denk an mich, wenn du erstmal down bist, okay? Ja, ja, natürlich werde ich an dich denken. Gar kein Problem. Aber bis dahin dauert es noch eine Weile. Ey, hier ist ja voll viel los. Halt die Augen offen, damit die Tartaglias nicht plötzlich dich erledigen. Ich habe einen Job für dich, Kleiner. Was hältst du von einer Runde Schlagtraining? Ja. Solange es nicht mein letzter Schlag ist, was liegt an? Dieses Tartaglia-Arschloch Donnie Marinelli hat was gegen einen unserer Freunde in der Hand. Einen Polizeichef. Hier, nimm den Schläger und mach ihm klar, dass wir eine Nummer zu groß für ihn sind. Töten Sie Donnie Marinelli. Donnie Marinelli wurde zuletzt im Ambassador Social Club in Brooklyn gesehen. Er hat Beweise, dass die Corleones einen Polizeichef schmieren. Jetzt erpresst er den Chief und wird immer unverschämter. Töten Sie Marinelli, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. Benutzen Sie dazu einen Baseballschläger. Ui, mit dem Baseballschläger. Ja, da hab ich ja eh Bock drauf. Klar mache ich das. Sehr gut. Ist das meine Karre? Ich hoffe. Ja, diesmal ist sie das wirklich. Ja, dann nichts mehr auf, Leute. Ist das hier so ein kleiner Mordauftrag? So eine Mordauftragsfolge. Er wird also immer unverschämter. Na, wer bist denn du? Der Schuppen soll heiß sein. Darf ich rein? Ich denke, das ist okay. Willkommen. Danke, danke. Club freigeschaltet. Hey! Wachen! Zielt auf deine Brust! Hallo, ich würde gern... Hört mal auf, hier rumzuballern, ihr verdammten Idioten. Ich muss weg. Ich muss gerade mal ganz dringend in Deckung. Und wer räumt jetzt hier auf? Also mal. Das ist uncool. Das ist für meine Mutter. Ah. Ja, das ist für meine Mutter, deswegen schlägst du vielleicht eine Mutter oder was? Was willst du denn, Junge? Was geht denn hier ab? Ey. Brrr. Das war jetzt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Na gut, ich kann ja die anderen so ausschalten mit der Pistole und ihnen halt mit der... Aber ja, gut. Aber der Mordauftrag bleibt bestehen, das ist schon mal gut. Muss ich jetzt weit laufen oder ist das um die Ecke? Okay, da können wir auch so hinlaufen. Nein! Nicht beenden. Das schaffen wir jetzt auf jeden Fall noch, Leute. Das müssen wir schaffen. So. Das war ja ärgerlich jetzt. Wenn ich einfach mal eine eigene Karre hätte, das würde das Leben so viel leichter machen.
So, aber jetzt mal schauen, ob hier wieder diese ganzen Tatalias rumgeistern. Darf ich rein? Ich werde da drinnen erwartet. Ich denke, das ist okay. Willkommen. Hi, 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 hi. Hallo, der Tisch! Halt, hallo, lad doch mal nach jetzt! Mein Gott. Ach, der schießt jetzt auch, Mann. Hör auf rumzuballern hier, du. Komm jetzt. Pam, 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 pam. Ja, ich hoffe, der Eigentümer macht jetzt hier keinen Stress, weil ich muss hier gerade ein bisschen mit der Keule eskalieren. Hau bitte ab. Ich prügel den mit der Keule windelweich. Vorsicht, Lady. Pam. Und ich habe die Bonusbedingung erfüllt. Töten Sie Donnie Marinelli. Mordauftrag ausgeführt. Was? Hörst du jetzt mal auf hier? Hä? Du wirst mir den Club... Du wirst mich hier beteiligen, okay? Ich wende nur im äußersten Notfall Gewalt an. Denken Sie, ich habe Angst? Ich glaube, du hörst mir nicht zu. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen mehr Druck, der Kerl. Er braucht noch ein bisschen mehr Druck. Okay, wollen wir mal hier so ein bisschen randalieren. Und wer räumt jetzt hier auf? Hey, lassen Sie meine... Ich aufhören! Amüsiere mich prächtig. Ich gebe auf. Und du? Er gibt auf. Okay. Zum Mitschreiben. Wenn Sie tot sind, nützt Ihnen der Club nichts. Kapiert? Sie kriegen Ihr Geld. Jede Woche. Nice. Jetzt haben wir auch noch einen Club übernommen. Das wird ja immer besser hier. Ich hätte ihn zwar fast umgebracht, aber ich hatte nochmal Glück. Und so haben wir auch diesen Laden hier übernommen. Also so langsam haben wir ja eine beträchtliche Anzahl an Geschäften erpresst. Das kann man ja nicht anders sagen. Aber wie kriege ich diesen Safe auf? Ich weiß es nicht. Achso, ich kann wieder einen Punkt verteilen. Das mache ich mal eben direkt. Nachladen wird beschleunigt. Ah, das war super, weil gerade eben ist mir das zum Verhängnis geworden. Das kann halt wirklich mir das Leben kosten, wenn ich da zu lange nachlade immer. Aber hier ist kein illegales Geschäft oder sowas noch. Kann ich mir bei so einem Club gar nicht vorstellen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ah, scheint aber wohl so zu sein. Was ist hier oben? Wollte ich nicht. Ich pack's mal wieder weg. Hat ja jetzt keinen Sinn. Ich will hier keinen Radau mehr machen. Ich hab ja das, was ich wollte. Von daher ist alles gut. Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Ich hab mich verlaufen. Amüsieren Sie sich, okay? Das habe ich bereits. Ich habe das, was ich wollte. Und jetzt kann ich hier weg. Und jetzt könnte ich mir noch einen weiteren Mordauftrag holen. Ach komm, Leute, was soll der Geiz? Ich glaube, ich laufe da eben nochmal hin. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, wieder eine Karre zu klauen. Und dann werde ich wieder verfolgt von der Polizei. Das ist halt... ich weiß nicht, ich müsste einen Kopf schmieren oder so. Wenn ich hier mal einen sehe, dann müsste ich den einfach mal schmieren. Dass er eben mal wegschaut. Aber ich glaube, das geht nur beim Sheriff, oder? Sie sich nicht. So, hier ist der nächste Job, oder was? Da muss ich wieder rein. Da, wo wir vorher waren, ne? Oh, auch nicht unsicherer als woanders. Hallöchen, du hast einen weiteren Job für mich? Willkommen zurück, mein Freund. Suchst du einen Job? Ja. Ist es diesmal endlich was Großes? Tony Bianchi ist stinksauer wegen der Sache mit Marinelli. Er weiß, dass er der Nächste ist. Also schleich dich in sein Haus und lass dich nicht blicken. Wir besorgen eine Nutte als Ablenkung. Pass auf, das Haus wird gut bewacht.
setzt die Garrotte ein, dann kriegt er nichts mit. Töten Sie Tony Bianchi. Tony Bianchi ist ein Capo der Tartaglias und ein enger Freund von Marinelli. Bianchis Männer sind loyal und gefährlich. Sie müssen ihn also loswerden, bevor er sich rächen kann. Die Corleones haben in einem Bordell alles vorbereitet. Schleichen Sie sich rein und weichen Sie den Wachen aus. Okay, Bonusbedingung, benutzen Sie den Würgedraht. Da ist... Oh, jetzt habe ich einen Würgedraht bekommen. Das ist natürlich schön. Ein schönes... Du solltest mit Tessio reden. Er hat einen Job für dich. Mordinstrument. Okay, da gehen wir doch einfach mal so hin. Es ist ja gleich um die Ecke. Und hier kann ich jetzt einfach so rein, oder was? Du willst wohl unbedingt sterben, was? Nö, eigentlich noch nicht. Warte mal kurz. Er ist weiter oben. Oder was bedeutet diese Anzeige? Ich könnte auch den Aufzug benutzen, aber ich möchte hier gerade einmal hier hochgehen. Wir sind auf seiner Ebene auf jeden Fall. Okay, einfach so, wie ich Leute erwürge, halt nur halt mit dem Würgedraht. Oh shit. Das ist nicht gut. Er hat nichts bemerkt. Er ist also noch ahnungslos. Sehr gut. Shit, da ist auch noch einer. So, jetzt hole ich ihn mir. So, jetzt ist Feierabend, mein lieber Silvio Ballisteri. Das Geld nehme ich natürlich gerne mit. Und hier. Okay, er ist irgendwie so abgelenkt, glaube ich. Oder guckt er auch nach hinten? Okay, das ist jetzt schlecht. Alter, nein! Nee, ich würde mit dem Würge da... Was mache ich denn jetzt? Nein! Das war schlecht. Was soll ich denn machen? Ganz ehrlich, der hat mich bemerkt, der Kerl. Das war der Fehler schon. Ich muss den so umlegen. Muss ich jetzt die anderen auch wieder erlegen? Das wäre echt lästig jetzt. Wie weit bin ich jetzt? Boah, das ist ein ganz schönes Stück jetzt. Nein! Diese verfluchten Dodgers. Boah, 24.000 habe ich einfach auf dem Konto. Wo kommt denn das ganze Geld auf einmal her? Ach du Scheiße, habe ich viel Kohle. Also das reicht ja mal dicke für ein neues Auto oder für das erste eigene Auto, würde ich mal sagen. Komm, gib mir deine Karre, Alter. Scheiße, nicht rufen Sie die Polizei! Na, ruf nicht die Cops, bitte. Nimm mir nicht auf den Sack jetzt. Lass mich hier durch. Ja, spring auf die Straße, genau. Nochmal ab 30 Wachsamkeit obendrauf. Weil es so schön ist. Ey, Leute, ihr habt doch... Ach, echt, weiß ich nicht. Ihr habt echt Probleme. Frage ist jetzt, wie gesagt, sind die Leute jetzt wieder da? Oder habe ich es jetzt einfacher? Ich
gehe mal mit dem Fahrstuhl nach oben. Kann Fehler sein, kann aber auch gut sein. Wow, hat mir gar nichts gebracht. Ich sollte dir eine scheuern. Ich gehe mal hier nochmal ein bisschen. Hier muss ich ja noch nicht in Deckung gehen. Pack die Keule weg. Ja, natürlich ist er wieder da. So, Tino. Mach's gut. Hier war ja der andere Dude. Der dreht sich nochmal um, ne? Ja, ist ein Problem. Wie weit geht er? Halt an. Halt an. Okay, geht wieder zurück. Das ist sein Untergang. So, und jetzt darf ich nicht wieder verkacken. Jetzt kommt's drauf an. So, jetzt habe ich dich, Tony Bianchi. Und es gibt wieder ordentlich Cash obendrauf. Und wir können uns mit dir noch unterhalten. Interessant. Nicht vergessen. Sie haben nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen! Sicher? Oh mein Gott! Tun Sie mir nichts! Oh mein Gott! Tun Sie mir nichts! Hab ich auch nicht vor. Alles in Ordnung. Ich hab das, was ich wollte. Und es gibt es auch gerade keine Mordaufträge mehr. Habe ich jetzt alle Mordaufträge schon erfüllt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo sehe ich denn hier meine... Hier unter Toms Bericht war das, glaube ich. Verbrecherfortschritt. Erpressung, Gefälligkeiten, Mordaufträge. 10% habe ich erst erfüllt. Naja, gut, da geht ja noch einiges. So, das ist die Frage, was... Hier ist auch ein Safe. Geh auf! Ich wüsste echt nicht, wie ich den aufkrieg, ne? Halt, so kriege ich den nicht auf. Das wird sich schon... Irgendwie wird sich das schon zeigen. Irgendwann bekomme ich sicherlich mal einen Safe auf. Aber ich muss wirklich nach dieser Folge, ist auch die letzte wahrscheinlich für heute, muss ich mir unbedingt mal eine Karte holen mit den Filmrollen, dass ich mir einmal markiere, wo ich dann im Laufe der Zeit die Filmrollen bekommen habe. Weil sonst werde ich am Ende wirklich hier rumlaufen und einfach nur doppelt und dreifach zu den Locations einmal gehen. Und mich dann wundern, wenn ich da nichts finde. Wieso klingelt denn hier das Telefon? Wieso klingelt hier denn... Ich arbeite mit niemandem zusammen, kapiert? Hey, Clemenza hier. Wir treffen uns im Falco Night Club, aber pronto, verstanden? Da musst du dich noch mal ein bisschen gedulden, Clemenza. Das ist eine gefährliche Gegend. Sie brauchen dringend Schutz. Niemals. Zisch ab. Sie sind hier nicht willkommen. Willst du noch mehr? Kannst du haben. Komm schon, Axt. Das wirst du bereuen. Aber dafür mache ich dich fertig. Hörst du mal auf, von der Seite hier mitzuschwingen, ey? Hallo? Pap, pap. Was ist halt Bastard? Du denkst... Bastard! Der Druck steigt. Lassen Sie das. Denken Sie, ich habe Angst vor Ihnen?
Ich mach mal die Flasche hier kaputt. Ich glaube, das wird ihn richtig beeindrucken. Hey, Arschloch, pass auf! Aufhören! Ich gebe auf! Ja, du hast sie selber kaputt gemacht. Das war nicht mal ich. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Nehmen Sie Ihre Finger weg! Hast du genug? Ich will mehr... Wie viel kostet das? Okay, reicht. Kommen wir. Wollen Sie unbedingt sterben? Falls nicht, geben Sie mir, was ich will. Okay, abgemacht. Sagen Sie dem Don, er soll mich in Ruhe lassen, okay? Okay. Oh, mein Gesicht sieht lädiert aus. Alter Schwede, habe ich kassiert. Aber alles für die Familie. Alles für die Familie. Was zum... So, Leute, die Folge ist zwar schon überlang, aber kriegen wir das jetzt noch hin? Eben zum Versteck zu fahren, oder? Nee, ist doch zu weit, ne? Nee, ich denke, das werde ich offscreen machen. Ich dachte, wenn ich jetzt in der Nähe gewesen wäre, dann hätte man das ja mal machen können, aber so fahre ich mal selbst ins Versteck. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.